So, ich begrüße euch sehr herzlich. Ich bin etwas tiefer gelegt, damit ihr mich auch sehen könnt in dem Video. Mein wunderschöner großer Tisch geht wieder zurück zum Hersteller. War eine schöne Zeit, darauf zu arbeiten. Fast 3,5 Jahre hat sich gelohnt. War schön, war lehrreich. Und worauf arbeite ich denn jetzt? Ein schlaues Mädchen. Nachdem ich in meiner Zeit als Nageldesignerin früher auch kleine Brötchen gebacken habe, habe ich von damals noch meinen dreh- und rollbaren mobilen Nagelstudiotisch aufbewahrt. Der ist jetzt 33 Jahre alt, nicht gealtert, und an dem arbeite ich heute eine Modellage. Und wenn ihr wissen wollt, ob das dann für mein Modell und mich bequem ist, dann würde ich einfach sagen, ihr kommt jetzt mit, denn es geht jetzt los mit Pia und mir. Viel Spaß! Mein Arbeitsplatz ist wirklich nicht groß heute. Das Ding hier ist super geil verarbeitet. Habe ich vorhin zusammengebaut. Und hier seht ihr auch mal, wie kurz dieser Tisch ist, also wie schmal. Wenn jetzt Pia ihren Kaffee oder ihren Tee bekommt, würde der Platz schon ausreichen. Aber es kann sein, dass ich hier einfach, wenn ich die linke Hand mache, das Ding hier ein bisschen auf die Seite ziehe, dass sie mir praktisch hier ihre Hand reicht. Und ich gehe sicher, dass dann hier kein Unglück passiert. Schauen wir einfach mal, was sie sagt. Ich lasse ein paar Sequenzen drin. Ich muss zwischendrin, aber ja, das merkt man auch schon. Es tut mir leid, wenn es wackelt. Zwischendrin natürlich wieder Musik machen. Und ich werde dann natürlich, wenn sie delikate Themen hat, die nicht zum Hören bringen, sondern euch wieder Musik einstellen. Tippkarte brauchen wir immer, Pro-Pusher brauchen wir auch immer, speziell auch, wenn sich was liftet, ganz flach und vorsichtig abzulösen, das ist absolut kein Thema, das tut dem Nagel nicht weh, der atmet nicht, und ich bin äußerst vorsichtig zum Zurückschieben der Nagelhaut, gegebenenfalls zum Abschaben letzter Reste der Haut und natürlich eine Nagelfeile in meiner Lieblingsform, der Halbmondform. Und das Feilblatt ist die Größe oder eben die Feilstärke 120. Die habe ich damals von Fingerspitzengefühl bei Nicole Weiss gekauft. Die sind einfach klasse. Warum habe ich dieses schwarze Ding hier? Klar könnte ich das Werkzeug auch hier hinlegen, aber ich habe eine Augenkrankheit. Darüber gibt es demnächst auch ein Video, damit ihr mal wisst, was das eigentlich ist und dass es gar nicht so wenige Leute haben. Und damit es mir halt einfach leichter fällt, habe ich mein Hauptequipment immer auf einem dunkleren, kontrastreichen Untergrund. Pia meinte, 13 Uhr wäre sie da. Wir haben es gleich soweit. Ja, dann würde ich sagen, ich stelle euch jetzt noch auf Pause. Ich habe wie immer mein Ladekabel drin, dass mir der Saft nicht flöten geht. Und ich nehme euch einfach eine Weile mit. Ob ich euch bis zum Nageldesign drin lasse, weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Werden wir einfach mal gucken. Und ich bin gespannt, wie es sich hier an diesem Tischle arbeiten lässt. Das ist wirklich schon lange her, dass ich den benutzt habe. Also dann, ihr Lieben, bis gleich. Ojo. Ja, für den kleinen Putzibärchen-Babyschrank. Na, gell? Oh, oh, kleinen Babyhaft. Hast du noch Nägel dran? Ja, außer einem. Oh, klasse. Mhm. Also diese neue Acrylmasse muss echt gut sein. Ja. Mhm. Ein Putzibärchen-Babyschrank, Tisch. Kriegst du erstmal einen leckeren, heißen Kaffee. Aber immerhin, ein Kaffee passt noch drauf.
Ach, und wir haben auch gar kein, wir haben gar kein kleines, süßes, kleines Trocknerchen mehr. Oh. Das kommt dann nachher unter den Dinger da. Dann passt nein, das, man muss ja rapidieren. Man muss runter. Ja. Und ich habe mich jetzt tiefer gelegt. Du hast dich tiefer gelegt. Und ich brauche noch mal ein Taschentuch. Brauchst du auch eins? Nein. Seba, wisch. Weil so kalt ist heute nicht. Also heute früh, als ich aus dem Haus bin, war es minus 7 Grad. Das habe ich gemerkt. Oh mein Gott. Okay. Ich habe gestern auf den Autos geschaut. Da war gar nicht gefroren. Aber heute früh war es. Heute okay. Früh war es. Oh ja, bei uns schon. Guck, hier nur einer. Cool. Die anderen sind noch wunderlöhn. Wunderlöhn. Dann darfst du einen hier nur kommen. Genau, weil ich ja jetzt nämlich so viel Tisch habe. Das ist ja toll. Und so hatten wir früher bei den Leuten daheim. Deswegen habe ich den schon 33 Jahre Nägel gemacht. Das sieht noch richtig cool aus. Ja, was hat denn deine Tochter gesagt? Wo fand sie das? Oh, ah ja, okay, da ist wieder eingerissen. Ja, das ist wahrscheinlich eingerissen. Das war wahrscheinlich genau, irgendwo. Genau. Aber das ist ja. Wie sieht die Länge aus? Gut oder ist schon ein bisschen zu lang? Bisschen zu lang, aber nicht viel. Bisschen. Also nur ein Tücken. Ein Tickchen. Ja. Aber ansonsten waren die gut. Wir machen heute rot und dann entweder nicht niesen, Gold, 24 Karat, Kupfer. Silber finde ich jetzt nicht ganz so cool da dazu. Das wäre zu nein, cool. Aber Kupfer wäre auch nicht schlecht. Kupfer wäre nicht schlecht. Wäre so ein bisschen geräuschelig. Genau. Kupfer nehmen wir, glaube ich. Nehmen wir Kupfer. Ist das so schnell, haben wir das Nageldesign rausgesucht. Und den Rotton machen wir nachher. Erstmal machen wir Pfeileritis. Die Pfeileritis. So. Ja, ja. Genau. Ich komme fuseln. Ich gehe in die Richtung und du in die. Ich gehe da. Wir puscheln. Genau.
Und dann kommt von unten das Gerät. Das stecke ich jetzt ein in meine Bodenleiste. In deine Ordinette. Boden. Bodenleiste. Leiste, weil man die auf den Boden stellt. Das ist doch eins A. Passt sogar noch eins drin. Muss man zwar popeln, aber es passt. Muss man popeln, das ist ja eine Sicherheitsdeckdose. So, und nun soll ich den Finger so ruhig halten. Ich hätte gerne die linke Hand. Ach, die linke auch noch. Na klar, du musst gar nicht so weit übers Ziel rausschießen, so viel Platz. Wenn schon so klein. Die Grundsatzentscheidung. Genau. Nachdem wir ja heute Farbe auftragen, müssen wir unten drunter nicht die ganze Farbe entfernen. Ach so. Weil die Nägel sitzen bombastisch gut. Nein. Genau, du darfst dann vorsichtig, da hinten ist auch ein bisschen, ach so, das ist auch noch gut, vorsichtig mit den Fingern da rein. Ich sehe dich nämlich nicht. Alle außer den Daumen. Genau, du kannst den Daumen mitnehmen. Wenn es heiß wird, gehst du gerne raus. Den Daumen, gehen wir mal kurz raus. Nur wenn es heiß wird. Ja, das war es nicht. Warmer. Das Ding finde ich vor allem auch so geschickt, das hat ich ja zusammengebaut. Das geht total einfach mit Schräubchen. Und das ist ja ganz einfach. Das ist super easy einfach. Und dann habe ich noch diese Anti-Rutschfüße hingeklebt, diese Dinger da. Und das Geile ist, man kann es jederzeit verschieben. Oder wenn ich mir mal ein Nageldesign drauf machen will und ich brauche es einfach ruhige Hand und möchte nicht so mir die Nägel halten zum so bemalen, dann kann ich das hier auflegen. Sehr schick. Wow. Schickimadente. Wow. Die können das gut. Wow. Was machen eigentlich deine Mauzis? Ach ja, Madame hat wieder ihren Tick. Ich esse nur mal trocken. Die andere Hand. Ich esse nur Trockenfutter. Was interessiert mich dann dämliches Nassfutter? Okay. Wenn sie meint. Ja, vielleicht hat sie irgendwas. Man geht ja regelmäßig zum Tierarzt. Ja, schon, aber der hat dann auch gesagt, ach ja. Weil es könnte ja mal sein, was er Katze nicht zeigt, wenn sie was mit den Zähnen haben. Das muss ich mal anschauen. Da wo sie letztens hatte, sie
Weißt du, aber das ist dann von selber weggegangen, hatte sie was mit dem Rachen. Mhm. Und das sind halt so Sachen, eine Katze würde nie kommen und sagen, ich habe ja aber was. Oh, mir tut gerade der Rücken wieder weh. Lass die Finger bei mir. Musst du wieder hoch und runter fahren? Nee, ich strecke gerade meinen Hintern nach hinten. Ach so. Nee, also das Mädchen, sie ist ganz wild. Also sie geht's gut so. Aber sie mag halt zur Zeit, mag sie halt nur Trockenfutter. Das ist okay. Wenn sie meint. Mhm. Aber halt beobachten. Ich beobachte es jetzt mal, weil das ist bei ihr phasenweise so wie zickig. Und manchmal gebe ich ihr dann so ganz gutes Futter. Und dann nimmt sie es? Dann nimmt sie es wieder. Und manchmal auch wieder. Es kann auch sein, dass es irgendwas Unverträgliches ist, wo sie vielleicht mehr pupsen muss oder so. Ja, wie bei uns als Menschen. Sie hat ja da, sie spürt ja sowas, wenn irgendwas unverträglich ist. Aber der Bub ja nicht. Mein Bub kann das nicht sein. Das Bubi. Mein Bubi, was hat er letztens gemacht? So, dann hatte ich einen Berliner, wollte ich essen am anderen Tag. Was hat er gemacht? Bitte was zu essen? Guck. Nein. Hat er den Berliner gegessen? Nein, er hat so ein Zähnchen reingemacht und hat festgestellt, das schmeckt mir doch nicht. Das ist so ein Viech, ey. Mit dem musst du scheinbar alles aus dem Weg nehmen. Ich glaube, der wird jetzt wieder Baby. Ja, ich fürchte auch. Der hat nämlich leichte Störungen ab und zu, aber ist halt mein Bubi. Ist halt der Bubi. Der Bubi, ja. Vorsichtig, die 4. Sie merkt ja auch, wenn es einem schlecht geht, merkt sie ja auch. Eben. Bubi, okay, ja. Ja, Bubi ist halt eher Bubi, weißt du, so ein bisschen. Bubi brrrt, ist halt Bubi, ja. Brrrt, durch den Wind halt. Das sieht lustig aus. Das ist extra so eingefärbt worden, damit man weiß von den Unterschieden. Süß. Dabei ist es gar nicht gelb oder Vanille oder so. Ja, und Bubi hat übrigens, jede Katze hat Angst vor Feuer. Bubi nicht. Vor Feuer. Nein, Bubi hat Angst vor lautem Knall. Bubi war ganz verängstigt an Silvester. Das glaube ich. Hast du ihn gleich geknuddelt? Mein armer Bubi. Aber echt. Minu. Aber der ist voll verpeilt. Der ist echt verpeilt. Bubi ist verpeilt. Ja, aber es macht einfach Katzen auch sympathisch, wenn sie so sind, weil bei uns Menschen ist doch genau das Gleiche. Ja, eben. Bubi ist verpeilt, ja. Bubi ist total verpeilt, der Kleine. Das legt sich total toll hin. Das hat zwei Eigenschaften ineinander. Flexibel. Für eine flexible Nagelplatte und trotzdem richtig stabil. Eine Mischung zwischen Porzellan und Fiberglas. Den Daumen. Danke. Thank you very much. Ja, der Bubi ist halt Bubi. Bubi ist halt Bubi. Wie heißt dein Mädel? Mein Mädel heißt Angel und der Bubi heißt Speedy. Speedy Gonzales! Ja. Ich weiß schon warum. Wer war's? Ich nicht. Ich bin schon wieder weg. Wenn er dann immer irgendwo durchwischt und irgendwas runterwirft, weil er halt so total ungeschickt ist. Na supi. Was hat er neulich wieder runtergeschmissen? Hab ich gesagt, Speedy. Das Schusseli. Eine Dr. Schusseli. Ja, er ist ja so groß und so, ja, hat so lange Beine. Und dann guckt er immer in die Flamme von der Kerze. Na toll. Schnurrhaare weg. Ja. Sag ich, Bubi, du bist so dämlich. Du darfst halt nur noch LED-Lichter haben. Ja, aber ich träum geschwind. Was weg? Soll ich reintun? Nö, ist ja alles schon drin. Genau. Da schauen wir doch einfach mal nach. Du darfst mal hier gucken. Ein oder zwei Farbtönungen raussuchen. Von dem hier? Ob du dunkle oder helle willst, ich weiß ja nicht. Ach so. Kann dir ja auch helle geben. Dann hätten wir drei. Also da, Moment. Einfach zwei oder drei Farben raus, weil es könnte sein, dass ich die noch nicht einsortiert habe. Könnte. Das sieht aber ganz gut aus, 40 Jahre. Zwei. Sag's mir mal die Nummern an. Also eine habe ich schon analysiert, die Number 25. Nummer 25 haben wir am Start. Nummer 25 ist dabei. Die Falschfarben kommen weg. Das ist auch mal was ganz anderes. Aber welche das ist nicht Nummer? Richtig rot. Welche? Oder?
Zeig mal her, ich habe eigentlich nur Rottöne drin. Das ist 46, ich finde es mal als Farbe ganz interessant. 46 als Farbe interessant. Ist das so Rost oder so? Schon so ein dunkles Rot mit irgendwas. Ja, ich würde sagen entweder 25 oder 46. Okay. Alright, wir haben es schon geschafft, sag mal. Ja, ich weiß nicht, aber das 46, das finde ich jetzt auch interessant. Hm. Oder kommt es dann braun raus? Wir gucken. Wir looky look, weißt du? Wir looky looken zusammen. Ich gucke. Metallic. Mhm. Das andere ist aber auch Metallic. Und dann kommt da noch Goldfolie, Kupfergoldfolie. Aber da wird wahrscheinlich zu dem wird weniger Kupfer passen, oder? Beides geht, denke ich. Ich hätte jetzt mal gerne von dir die linke Hand. Die linke. Wir machen mal ein Schmieri. Ein Schmieri? Ich schmier dir das jetzt einfach mal drauf, damit man die Intensität sieht. Ja, ja. Genau, ein Schmieri. Aber es wird natürlich nicht ausgehärtet, sonst hast du Schmieri auf dem Nagel und jeder lacht dich aus. Jetzt einfach nur mal so wie zwei Schichten von 46 rauskommen täten. Nicht ins Gerät gehen. Geh nicht ins Gerät. Gehst nicht ins Gerät. Da kommen andere wie zwei Schichten von 25 rauskommen. Ja, das ist einer mit Glitzer. Also ich weiß nicht, aber irgendwie. Ich weiß, ich bin jetzt etwas verrückt, aber irgendwie der 46er? 46 würde ich auch eher sagen. Gell? Also ich weiß nicht, das ist verrückt, aber... Ich finde den anderen, das ist ja ein Effekt mit Glitzer, den finde ich jetzt auch gar nicht so schick. Nee, weil irgendwie der 46er, der ist irgendwie so... Was anderes. Ja, genau, was anderes. Was anderes. Wir machen was anderes. Und deswegen mache ich das gerne immer so, damit man einfach das auch wirklich auf dem Nagel schillern sieht. Weil das sah auf dem Plastiknagel ganz anders aus. Das ist klar. Die sind ja ausgehärtet. So. Jetzt machen wir 46. Muss ich erstmal nach meinem Rücken gucken. Mach deinen Rücken aus. Beine ausstrecken. Deinen Rücken austarieren. Weil das zieht heftig. Ich habe heute ins Geschäft über eine Stunde gebraucht, weil für 10 Minuten Fußweg von uns daheim zur Haltestelle habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Ich musste alle paar Meter stehen bleiben. Oh, wie schön. Danach hat sich das dann wieder gebessert, aber das ist halt aua. Ist halt aua. So, dann werden wir dich jetzt mal... Möchtest du nachher die anderen matt haben und dann... Oder möchtest du den glänzen lassen, weil er außergewöhnlich ist? Ich glaube, schon glänzen lassen. Okay, okay. Weil der ist nämlich wirklich außergewöhnlich. Nicht wackeln, sonst hau ich dich. Ich will heute nicht hauen. Nicht. Nicht hauen. Der ist echt cool. Wie so ein Goldtouch hat der drin. Wow. Boah, sieht der cool aus. Boah, das ist ein guten Geschmack. Aber der war irgendwie so ganz anders. Außergewöhnlich, genau. Und deswegen macht man das auch, dass man einfach sich mal so zwei, drei verschiedene einfach raussucht und das, was sich dann am ehesten umhaut, wird genommen. Nachher die zweite Schicht mache ich dann nur noch mit dem kleinen, weil das ein schöner, cremiger Ton ist. Den brauche ich tatsächlich nur einmal aufbauen. Ach, apropos, es gibt ja so, die Leute, die werden ja immer verrückter. Wegen?
kein Mitleid. Ich möchte mal sehen, ob das einer ist mit Klebefläche. Der tut nicht weh übrigens. Der tut nicht weh. Und er ist tatsächlich ohne Schwitzschicht. Geil. Das ist echt geil. Und der wird gar nicht warm. Cool, der wird nicht warm. Der wird nicht warm, der Coat. Super. Nein. Der wird nicht warm. Und der ist ein bisschen peppiger. Also nicht so ganz so flüssig, nicht wie Wasser, sondern so ein bisschen schlotziger. Und den finde ich natürlich gut, weil der auch im Dreier-Set gibt. Topcoat. Den habe ich, wie gesagt, als Untergrund, Basecoat. Und als matt, wenn man mal richtig matt möchte. Fertig lackiert. Dann hätte ich gern. Ja, du darfst gerne mal zu deinem Kaffee, wenn noch was drin ist. Du kannst aber mit rechts, schmeiß es nicht runter, sonst macht es der Denk. Kupfer. Warum peppt es denn so? Weil das Blattkupfer ist. So wie Blattgold. Das muss so. Oh, was machst du denn da? Hey, machst du? Nicht den Tisch verschieben. Machst du? Machst du?
Warum machst du nur das Hey? Ich hätte mal gerne, wo machen wir die Dinger denn dran? An welchen der Nägel? Ich würde sagen, wieder Daumen und Klein. Den Daumen und den Kleinen? Oder? Oder Mittel. Was ist besser vom Arbeiten oder wie auch immer her? Für mich ist alles gut. Es kommt drauf an, wie du es gerne hättest. Oder so. Nee, ich glaube, wir machen Daumen, so wie letztens. Daumen und den Kleinen. Ich hätte gern die linke Hand. Danke, oder was? Linke. Und jetzt? Ich könnte ja jetzt das Stückleweise drauf machen. Ich mache das aber einfach komplett nass. Ein bisschen drüber hängen lassen, damit du nicht auf dem roséfarbenen einen Fettfilm hinterlegst. Genau. So. Und jetzt kommen die kleinen Püppchen. Nicht niesen. Atschick. Ach so, die hebt so. Die werden nachher nur festdrückt und nochmal einmal eingedingst. Eingedingst. Regelmäntelchen. Ja, und weg. Wow. Hast du das schon dreckig gemacht? Guck mal. Wo hast du dreckig gemacht? Pfui! Oh.